Es gibt einige von ihnen, Szenen, die aus dem Nichts kommen und auch nichts mit dem vorherigen Spielverlauf zu tun haben. Sie bringen dich zum Lachen, zum Schreien, zum Kopfschütteln und lassen dich vor allem konsterniert und komplett überrumpelt zurück. Es sind wahre Schätzchen, die wir hier zusammengetragen haben. Viel Spaß damit. Los geht's! Oh! D. T. D. Dann starten wir direkt mal mit Mickey Mouse, der in Kingdom Hearts 2 zum düsteren Goth mutiert und tausende von Gamern damit zum Lachen gebracht hat. The DTD, see? The door to darkness. Say, fellas, did somebody mention the door to darkness? Den nächsten Clip haben wir aus Shadow Hearts Covenant entnommen, denn Yuri reagiert auf die pinke Katze nicht so, wie wir das erwartet hätten. Das ist so zweideutig, dass wir uns auf die Lippe beißen müssen. That is one giant pussy. This is where you all die. Das hier ist aus Yakuza Kiwami 2, wenn Kiryu sich plötzlich und überraschend in dieser Situation wiederfindet. Das Beste ist noch, dass Kiryu absolut höflich bleibt und sich zusammenreißt. Er macht sich nicht über das Erlebte lustig, entschuldigt sich und macht dann, dass er unbeschadet rauskommt. Kiryu hat ein Herz aus Gold. Am Ende von Tekken 5 erfahren wir tatsächlich, wie Heihachi in Badehose aussieht. Er wurde gegen seinen Willen zum Kellner erkoren und sein Arbeitsoutfit sind Speedos. Wie trainiert ist dieser Mann bitte? Der muss ja um die 80 Jahre alt sein. All right, through the greenhouse. Dad, where the hell are we going? To the barn. And where's that? The other side of the estate. Das hier ist die geilste Szene aus Gears of War 4. Wenn sich Marcus Fenix mehr um seine Tomatenpflanzen sorgt, als um seine körperliche Unversehrtheit oder die seines Teams. Gamer lieben diese Szene. Shit, they're gonna mess up my fucking tomatoes! My tomatoes, now this. Dad, this wind flare's not letting up. We gotta move. No, we hunkered down here. Wait it out. Shit, they're gonna mess up my fucking tomatoes. Ist das der beste Dialog, der jemals in den Evil Within Games geschrieben wurde? In The Evil Within 2 wartet dieses herrliche Easter Egg auf uns, das leider nur funktioniert, wenn man Englisch kann. Sebastian und O'Neill durchbrechen hier die vierte Wand mit einem Wortspiel. Are you kidding? Do you know how long it took me to come back here to talk to you about this? You could have just called, you know. Are you coming with me or not? I told you I wasn't going to leave this place. It's fucking evil out there. That may be, but there's evil within, too. Whatever. I'll take my chances in here. See you around, Sebastian. Der vielleicht skurrilste und lustigste Moment im abgedrehten und brillanten Yakuza Zero ist der, wenn du dich nicht nur mit der Empfangsdame anfreundest, sondern auch einen neuen Manager für dein Immobilienimperium bekommst. Und zwar ein lebendes Huhn, das Nugget heißt und $3000 verdient. Mm-hmm.
Bane and Leif's house tonight. It's dinner time now. Haben wir schon erwähnt, dass wir Leute lieben, die sich selbst nicht zu ernst nehmen und für jeden Spaß zu haben sind? Diese Szene aus Infinite Undiscovery ist legendär. I'm really hungry. Dinner, 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 dinner. Gamer auf der ganzen Welt haben diesen Sicherheitswachmann zu ihrem Liebling erkoren. Er sieht aus wie ein ausgebildeter, muskulöser Kämpfer. Aber wenn keiner zusieht, dann wird er zum Weeaboo und frönt seiner Leidenschaft für Pizza und Mädchenmanga. Are you, Mr. Raiden, Sir? Johnson ist in Shadows of the Damned der Kumpel und Sidekick von Garcia Hotspur. Aber er ist nicht nur sein engster Freund, er kann sich auch in eine Reihe von Feuerwaffen verwandeln. Wenn ihr die Credits am Ende durchlaufen habt, dann rappt Johnson für euch. Etwas holprig, aber genial. Und Freestyle. What's our luck? Demon keeps dreaming of a demon town. Motherfucker, bitch, fuck, shit went down. Fleming's got an itch, scratch it with a bitch. Demon keeps dreaming of a demon town. Ooh, Johnson, that's my name. Big penis, that's my game. Johnson, yeah, Johnson, ooh, Johnson everywhere, yeah. Motherfucker, bitch, shit went down. Ha, ha, in the darkness, we shall have fun. Talk about my Johnson, talk about my bum. Talk about my thighs, they're really good in size. Die nächste Szene aus Ziffernfilter 2 ist so kultig, dass sie von Gamern nur der Taser genannt wird. Das kommt dabei raus, wenn man den Gegner die Waffe aussuchen lässt, mit der man angegriffen werden will. Wait, stop! Don't shoot! Do you have something less painful, maybe? A crossbow? Too messy. A grenade launcher? Ouch. How about the taser? Yeah, a taser wouldn't be bad. It might leave a little rash mark. Nur Rico kann die Flugbahn einer Rakete ändern, während er draufsteht und sie dabei beschimpft. Eine der besten Szenen aus Just Cause 3. Rico, das Ziel der Rakete ist die Provinz Bayer. Bei einem Einschlag sterben Tausende. Drahtzieher, diese verfickte Rakete. Merken Sie sich meine Stimme, Rico Rodriguez. Sie wollen Rodriguez. Aber Nico, wir brauchen diese Rakete. Kannst du sie über dem Meer abstürzen Nein, lassen? Sir, es gibt kein Bier auf dieser perfekten Rakete. Raketenflugbahn geändert. Faszinierend. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Is Senate the price to pay for power? Wie wir Dante kennen, ist er sich für keinen Spaß zu schade. Aber in dieser Szene mit Agnus fällt er komplett aus seiner üblichen Rolle, um wie in der Oper theatralisch ein paar Zeilen zum Besten zu geben. Das ist albern, höchst amüsant und hat nicht wenige Gamer sehr überrascht. Eine der bescheuertsten Szenen aus Devil May Cry 4. Die bleibt in Erinnerung. And praise their God. A fact. And your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. Stand down! Sergeant Major, please. It's extremely flammable. The brutes. The bastards who put bombs on your butt. Bug und Monkey Man ist ein Easter Egg, das einige Gamer im Epilog von Halo 3 ODST gefunden haben. Und es könnte kaum bizarrer sein. Während sich Johnson eine Zigarre anzündet, kann der Spieler mit dem Controller nach links steuern und die Szene schwenkt um. Bug berührt eine Kreatur, die wie ein Affe aussieht. Dann laust er ihn und scheint etwas aus seinem Haar zu essen. Dann blendet die Szene aus.
Und das ist unsere letzte Szene aus Resident Evil 5, die so abwegig ist, dass sie zum Meme geworden ist. Chris Redfield will diesen Felsbrocken umstoßen, um eine Brücke über die Lava zu schaffen. Nur scheint es schnell was Persönliches zu werden zwischen Chris und dem Stein. Das Meme-Potenzial in diesem Video ist groß. Erweitert es in den Kommentaren gerne in eurem Sinne. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Mit uns startet ihr immer am entspanntesten ins Wochenende. Und sonntags und mittwochs gibt's ebenfalls Videos. Also dann, habt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal.